Ein Moment. Der Kaffee ist fertig. Da 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 da. Guten Morgen. Ja, hallo ihr Lieben, ich grüße euch zu einem neuen Video von mir und freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt und ich hoffe, es geht euch gut. Und falls nicht, wünsche ich euch von Herzen schnelle und gute Besserung. Ja, nicht gleich wieder wegklicken. Gerade die, die mich noch nicht so kennen, denken sich, oh, wie sieht die denn aus? Ja, ich komme gerade aus einer sehr, sehr warmen, angenehmen Badewanne, denn ich war heute Morgen bei knackigen minus 2, minus 3 Grad joggen. Und ich hatte jetzt halt heute Vormittag ein bisschen Zeit. Ich hätte auch duschen können, aber wisst ihr, gerade so nach so einem etwas längeren Lauf, das waren jetzt etwas über 8 Kilometer, wenn ich die Zeit habe, dann gönne ich meiner Muskulatur so ein Arnika, so ein wärmendes. Das muss ich euch mal zeigen. Ich habe Nachdurst. Genau, und ich habe mir gedacht, kurz und knackig kann ich. Reimt sich fast. Kurz und knackig. Kann ich. Ich bin die Spezialistin für lange, lange Videos. Aber damit, ich habe ja nicht immer so viel Zeit leider, aber ich habe immer Lust, für euch was zu drehen. Und deshalb dachte ich mir, freut ihr euch vielleicht dann auch mal ab und zu über knackige Videos. Ich war gestern bei Rossmann. Ich hatte keine Tüte mehr mit im Auto leider. Aber diese kleine, feine Tüte hier, nachhaltig, gemeinsam handeln. Die ist schön, die habe ich mir gegönnt. Genau. Ich zeige euch jetzt einen kleinen Einkauf, ein paar Produkte. Ja, es kam mir jetzt Rival de Loup und Rival Loves Me haben ja irgendwie gefühlt 10 LEs nacheinander rausgehauen. Und aber ich war noch auf eine Spitz. Erstmal Bonbons, dann kommen wir zu der LE. Und da teste ich auch was mit euch. 3 Sachen, glaube ich sogar. Emoikal Winterpunsch gab es im Rossmann. Da gab es noch was mit Zimtpflaume. Aber Zimtpflaume liebe ich auch. Aber ich wollte die beiden, habe ich mir mitgenommen, weil die waren nicht ganz so günstig. Das sind diese, ich habe ja dienstags immer Chorprobe und ich quatsche ja auch viel. Und gerade in der Winterzeit ist so ein Bonbon ja auch mal schön. Ne? Wir haben hier süßer Bratapfel. Und das Interessante hier dran ist Trinkgenuss. Also Bonbon oder Trinkgenuss. So, ne? Zimtpflaume ist das Gleiche. Also das ist süßer Bratapfel und hinten steht drauf die Zubereitung. 1 bis 2 Bonbons in eine Tasse legen, mit ca. 200 Milliliter kochendes Wasser übergießen, 8 bis 10 Minuten warten, dabei gelegentlich umrühren, mit einem Schuss Apfelsaft und einer Zimtstange verfeinern. Ja, hier. Also ich weiß nicht, ich werde erstmal das Bonbon probieren, aber ich wollte euch jetzt hier keinen vorlutschen. Ich stelle mir Bratapfel sehr, sehr angenehm vor. Ja, und dann habe ich mir noch Winterpunsch mitgenommen. Ja, und da haben wir das gleichere Prozedere. Man kann sich da ein Getränk mitzaubern. Ich meine, hier ist natürlich ein bisschen Zucker drin, ne? Aber ich freue mich drauf. Hat jemand von euch das schon ausprobiert? Vielleicht hole ich mir noch die Pflaume, also Zimtpflaume. Weil das war in meiner Lieblingsfarbe lila. Aber ich Zimtpflaume, da gab es schon mal was. Und diese 2 kannte ich jetzt noch nicht. Die haben gekostet. Ich habe, damit das Ganze auch... Wo ist mein Kassenbon? Ah! Einen Moment. Wo haben wir den denn jetzt? Eigentlich habe ich den mitgenommen. Also ich weiß, ich meine, ihr könnt die Preise ja nachschlagen. Ich habe das alles wie immer, also wie eigentlich immer. Kassenbon. In der Hitze des Gefechtes vielleicht liegen gelassen. Alles selber bezahlt, alles selber gekauft. Ihr wisst es. Ich habe keine Kooperationen. Und bei mir ist das eigentlich immer so. Und wenn, würde ich euch das auch natürlich sagen, wenn ich mal irgendwas zugeschickt bekommen würde. Aber das hier habe ich mir gegönnt. So, ich spreche jetzt von der limitierten... Ja, verstehe ich nicht. Ich hatte doch den Kassenbon oder habe ich den irgendwie... Egal. Gestern war gestern war ich erst mit Puma unterwegs beim Tierarzt. Da war die kardiologische Untersuchung und eine Blutuntersuchung mit Labor. Aber wer sein Tier liebt, der weiß, das kann auch mal teurer werden. Und ja, es ist jetzt nicht besser geworden mit Pumas Herzilein.
waren keine guten Nachrichten, die Kardiologin, die hat das ja auch alles schön, man hat das Herz gesehen. Ihr wisst, nur ganz kurz, Puma ist ja ein kleiner Malteser-Mischling, er hat jetzt knapp über 6 Kilo mal gerade und das Herz ist so groß wie beim Dobermann schon, ja. Aber wir tun alles, alles für meinen Schatz, dass er jetzt noch ein paar schöne Momente hat. Und ja, das war dann so gestern Morgen. Dann war ich mit Johannes bei der Frühförderung und in dem Moment konnte ich dann mal eben zum Rossmann und zum Bäcker Brot holen und einen Berliner. Mein kleiner Johannes liebt Berliner im Moment über alles. Dann bin ich wieder nach Hause gefahren mit Johannes und dann hatte ich noch abends Chorprobe, ich weiß auch nicht. Aber ich habe mich über die limitierte Edition gefreut und zwar die nennt sich Glossy Flames von Rival de Loop. Ja, ist so ein schönes Plastikverpackungs... jetzt... Jetzt ist Maria und Josef. Sorry. Also, das ist ein ganz, ganz interessanter, jetzt weiß ich, was ich vergessen habe, vielleicht kann ich aber hier knibbeln, ein Highlighter in Perlenformat. Ich muss auch wieder bald meine Nägel machen, die sind noch schön, schaut mal, aber die sind auch schon wieder ganz schön rausgewachsen. Ich habe das Gefühl, kann das sein, dass im Winter die Nägel schneller wachsen? Vielleicht ist es auch nur ein Gefühl, vielleicht sollte ich mir doch ein Messer holen, einen Moment. Und, ich habe die limitierte, also jetzt schon bei Maxim habe ich es gesehen und ja, der hat mich dann quasi, Maxim, du bist schuld. Nein, ich freue mich ja. Das ist ein Glazing Highlighter mit einer Cremetextur, mit lichtreflektierenden und schimmernden Pearls, ja. So, und wieso kriege ich den jetzt? Doch, jetzt, ja. Die sind so erhaben, schaut mal, die sind in so einem Gelee-Zeug drin und das finde ich nicht schlecht. Ist interessant. Ich wollte erst zwei mitnehmen. Ich fingere jetzt mal einmal so drin rum. Schwirli, schwirli. Wir haben weiße, wir haben bunt gemischte Perlen. Oh, ich habe schon ein paar Perlen zermatscht, glaube ich. Ja, ich komme halt vom Land. Ne? Ich sage, ja. Aber wenn man das Ganze mischt, es ist eine schöne cremige Textur. Ich erkenne jetzt, schaut mal, keinen groben Glitzer. Nee. Warum mache ich das eigentlich mit dem Finger? Es gibt auch in der Glossy Flames limitierten Edition einen Pinsel und der ist ein Highlighter-Pinsel. Ja, genau, der ist nämlich speziell quasi, hier steht so drauf, für, ich glaube, das hat alles so um die 3 Euro gekostet. Ich fand den aber sehr, sehr schön. Schaut mal, dieses Blau und da sind so kleine Glitzerpunkte im Stängel. Und hier ist er so ein bisschen dickbauchig und hier haben wir einen festgebunden. Ja, ich gehe mal jetzt hier. Normal wasche ich das vorher, aber man kann sehen, man kann damit, ich gehe jetzt mal hier über die Perlen. Ist interessant, ne? So, und dann würde ich mir den Highlighter, ich habe jetzt eben, ja, wow, obwohl, jetzt, wenn ich jetzt so sehe, von der Seite sind da doch ein paar Glitzerfragmente. Mhm. Ich verwechsel das gerne mal. Letztens schrieb mir auch jemand, Nadine, das ist Schimmer und das ist kein Glitzer. Aber es ist interessant. Ich habe eben nur, nachdem ich aus der Badewanne gestiegen bin, mal die Haare hier so zurückgemacht und ja, es ist nur ein Serum aufgetragen. Also die goldenen Pearls überwiegen und deshalb sieht das Ganze auch eher gülden aus, würde ich sagen. Aber es geht noch. Also es ist jetzt nicht so, dass mich die Glitzerpunkte etwas, also dass mir das too much wäre. Es ist natürlich gerade auf der Nase ein sehr, sehr schönes Leuchten. Ist interessant. So, nach der ersten Behandlung sieht das Ganze dann so aus. Es ist mal was anderes, sag ich mal, ne? Und ja, ich fand's schön. Ich muss unbedingt Pinsel waschen. Das ist im Moment genauso wie mit dem Fensterputzen, was ich unbedingt jetzt noch vor Toten Sonntag machen möchte, weil dann wird ja auch dekoriert. Also hier wird das eigentlich so gehandhabt, dass also nach Toten Sonntag, dann kannst du dekorieren, dann wird's schön weihnachtlich und
Die Temperaturen passen ja jetzt auch zur baldigen Adventszeit. Ich freue mich drauf. Aber es ist noch ganz schön Arbeit. So, dann gab es in der LE auch eine ziemlich große Lidschattenpalette. Die hat mich aber nicht so interessiert. Die waren, glaube ich, fast alles mit cremiger Textur und viel Schimmer und Glitzer. Das war mir dann doch ein bisschen zu viel. Was ich noch interessant fand, ist dieses Teil. Und zwar der Glossy Flames Blurry Make-up Primer. Also so ein mattierender Make-up Primer. Sieht schön aus in so einer blauen Tube. Und der verspricht, zu glätten und zu korrigieren. Gleicht Unebenheiten optisch aus. Die Textur sorgt für einen ebenmäßigen und strahlenden Töng. Töng. Ich hasse dieses Wort. Ich sage immer Haut. Für eine ebenmäßige Haut. Töng. Wie kommt man auf so ein Wort? Töng. So. Und bei den meisten ist nach einmaligen Pumpen schon was gekommen. Bei mir natürlich nicht. Oder muss ich dabei drücken? Hallo? Das ist wirklich so bei Maxim und auch irgendwo habe ich das. Jetzt kommst du. Ja. Oh, der hatte Verstopfung. Oh, das war jetzt vielleicht ein bisschen viel, Nadine. Hat so einen leicht gelblichen, ja. Riecht nach nichts. So ein bisschen gelblich verfärbt. Ich würde mir das Ganze jetzt hier so, klar, ich hätte es vielleicht andersrum machen müssen. Aber jetzt gebe ich mir das mal einfach hier. Ich hatte auch hier, ich habe hier, weiß nicht, das sieht, hier ist wie so ein Huppel, das juckt. Also hier, seht ihr das? So richtiger Dicker hier am Ende von meinen Augenbrauen, da ist so ein richtiger Hügel und das juckt. Also da muss mich die letzte Sommermücke gekriegt haben. Da hat mich, oder beim Joggen vielleicht auch, aber ist mir halt eben erst aufgefallen. Ist wie so ein, ja, es juckt so. Irgendwas hat dazu gestochen nochmal. Also, ja. Man spürt, da sind wohl Silikone drin, aber ich finde, so gerade hier in meiner T-Zone habe ich ja so ein paar, ich sage jetzt mal, vergrößerte Poren und da finde ich das schön. Es sind jetzt nur 15 Milliliter drin, aber so in der Tube finde ich schön auch, ist was Leichtes, nimmt nicht so viel Platz weg. Ich habe mir noch einen mitgenommen, Backup. Entweder für mich oder vielleicht zum Verschenken, das weiß ich noch nicht, manchmal mache ich das. Bei den Highlighter Pearls habe ich auch erst überlegt, aber das ist wirklich nicht jedermanns Sache. Ich glaube, das ist wirklich hier nur Nadine Glänzenäschen. Aber ich muss mit dem Blurry, habt ihr euch was gegönnt aus der limitierten Edition? Was ich dann noch ganz spannend fand und was ich auch sehr schön finde, interessant, wie die das gemacht haben, ist hier dieser Lipgloss. Ne, das ist kein, das ist auch mehr so Plastik. Ne? Aber hier, seht ihr das so? Das sieht so ein bisschen aus wie so ein Bergkristall. Ich liebe ja Edelsteine. Und das hat so ein bisschen was von einem Kristall. Finde ich richtig schön. Und das ist halt ein Plumping Lip Topper mit aufpolsternder Wirkung. Verleiht ein ultra glänzendes Finish. Kann pur oder als Topcoat verwendet werden. Jo, da gab es einen Tester. Da war ich dran und das roch ganz schön. Also ich habe das nur, das mache ich mir nie, würde ich mir einen Tester auf die Lippen geben. Nur hier geswatcht. So, wir haben ein, wie man das so kennt, Applikator. Oh ja, guck mal. Oh. Oh mein Gott, riecht das lecker. Süßlich. Aber irgendwie, ich weiß nicht wonach, aber sehr speziell. Ja, wir haben hier so ein paar Glitzerpunkte. Unheimlich schön. Es ist nicht so flüssig. Und das finde ich gerade das Schöne, dass es nicht so ganz so flutschi-mäßig ist. Gefällt mir. Das muss ich wiederum sagen, das gefällt mir sehr. 5 Milliliter. Ich könnte mir auch vorstellen, also ich glaube, als Topper würde ich es nicht verwenden. Je nachdem, wo es rüber gibt, dann hast du auch den Knüppel hier versaut, ne? Also den Schaumstoffapplikator, was jetzt nicht so schlimm ist. Aber ich finde sowas einfach solo, finde ich das sehr, sehr schön. Ne? Wenn man vielleicht auch ein bisschen mehr auf den Augen hat, das habe ich heute jetzt gar nicht. Ich meine, soll ich mal heute einfach so bleiben? Ich muss jetzt gleich Johannes aus dem Kindergarten abholen. Ja, nee, das geht nicht. Ich muss erst jetzt noch schnell. Ich habe noch eine Viertelstunde. Ich werde mir jetzt die Haare trocken föhnen. Und ihr könnt mir jetzt mal schreiben, wie findet ihr die LE? Also ich muss sagen, ich finde sie sehr gelungen. Ich weiß auch gerade nicht, was es noch gab, was ich mir nicht... Ja, die Lidschattenpalette. Das hat mich aber, wie gesagt, nicht... Nee, das war
Schimmerglitzer. Aber ich bin doch sehr angetan, ne? Also ich muss auch sagen, der Blurry, ich muss jetzt nur gucken, den habe ich schon benutzt, genau. Sind halt so Sachen wie jetzt auch der Pinsel, was ich habe so Blurry Primer, aber man ist ja neugierig und man lässt sich ja auch verleiten vom Päckchen, von der Verpackung. Und doch, ich freue mich jetzt über die Produkte. Mir gefällt das. Ja, ich kann jetzt noch nicht sagen, dass mir irgendwas nicht gefällt. Der Lipgloss ist so ein bisschen süßlich. Karamell, glaube ich, ja, so ein bisschen karamellig. Mhm. Ja, ihr Lieben, schreibt mir doch mal, habt ihr euch was aus der Glossy Flames limitierten Edition gegönnt? Und wenn ja, dann was? Und wie findet ihr es? Das wäre mal so sehr interessant für mich natürlich. Und das war jetzt mal so ein kurzes, knappes. Aber ich dachte mir, das passt jetzt gerade und das geht auch relativ schnell. Und trotzdem habe ich jetzt wieder fast, glaube ich, eine Viertelstunde war ich jetzt für euch da, sage ich mal. Und ja, ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Mittwoch, beziehungsweise je nachdem, wann ihr das seht, eine wunderschöne Zeit. Bedanke mich für eure Zeit, freue mich auf eure Kommentare oder auch Bewertungen. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, wenn ihr mich abonniert, hier auf das Glöckchen klicken. Das ist, wie gesagt, kostenlos, kostet nichts. Und ja, ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ich ein paar neue Abonnenten begrüßen darf auf meinem Kanal. Fühlt euch wohl hier und schreibt mir ruhig eure Videowünsche, auch hier unter das Video. Könnt ihr mir gerne mal schreiben, Nadine, ich hätte mal Lust, das von dir zu sehen oder kannst du nicht mal das machen, ne? Ich notiere mir das dann und dann gucke ich halt, wann ich was umsetzen kann, ne? Also, ich danke euch von Herzen, ihr Lieben, und ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder. Und bis dahin, bleibt mir gesund und bis hoffentlich ganz bald, eure Nadine.